Ja, hallo liebe Zuschauer und Freunde. Ich bin heute im Bruchsal, unterstütze den dortigen Kreisverband bei den Infoständen, möchte aber trotzdem hier etwas sagen zum Thema Elektromobilität und dem, was da in den Medien in den letzten Tagen passiert ist, dass nämlich infolge eines Unfalls ein junges Mädchen, eine junge Frau verbrannt ist in einem Elektroauto. Darüber haben wir merkwürdigerweise gar keinen Aufschrei in den Medien gehört. Da ist ein Elektroauto gegen den Baum gefahren und dieses Elektroauto konnte von der zuständigen Feuerwehr vor Ort nicht gelöscht werden. Das ist etwas, das seit längerer Zeit bekannt ist. Es ist so, dass wenn Sie einen Unfall mit einem Elektroauto haben, dort für die entsprechende Feuerwehr bei der Rettung und Bergung Richtlinien herrschen, die ganz anders sind als die bei verbrennungsmotorischen Fahrzeugen. Es gibt zum Beispiel den Vorschlag der Feuerwehren, dass aus Sicherheitsgründen Elektroautos in einem Container gelagert werden, der mit Wasser gefüllt ist und dass diese Autos dort in diesem Container für mehrere Tage zur Abkühlung liegen und um sicherzustellen, dass keine Folgeschäden durch Brand entstehen. Das ist bekannt. Das ist ein Bergungs- und Rettungsleitfaden, Umgangsnormen für Elektrofahrzeuge. Und da muss man sich einfach mal die Frage stellen, inwieweit so etwas praktikabel ist. Inwieweit so etwas funktionieren soll, wenn wir eines Tages hier vollständig umgestellt haben auf Elektromobilität. Dazu habe ich als Ingenieur und natürlich auch als Politiker eine klare Meinung. Wenn wir hier Fortschritt betreiben und dieser Fortschritt bedeutet, dass wir eine neue Antriebsform einführen, dann ist es selbstverständlich, dass diese Antriebsform auch praktikabel sein muss. Die muss anwendbar sein. Die muss von den entsprechenden Organen wie der Feuerwehr auch beherrschbar sein. Und es kann nicht sein, dass wir hier irgendwelche Sonderlösungen gehen, die für einen ganz kleinen Teil von Elektrofahrzeugen noch funktionieren können. Aber wenn wir das in großen Stückzahlen eingesetzt haben, eben nicht mehr funktionieren kann. Und es ist nicht Aufgabe des Steuerzahlers, hier zu investieren in Ausrüstung der Feuerwehr oder in Qualifikation der Feuerwehr für eine Technologie, die ausschließlich aus ideologischen Gründen eingeführt werden soll. Und zwar in einer sozialistischen Manier. Wir sagen klipp und klar, wenn Elektromobilität nicht die gleichen Sicherheitsstandards erfüllt, wie sie bei Fahrzeugen, die heute verkauft werden, etabliert sind und Standard sind, wenn es hier Sonderauflagen geben muss für Behörden, für Rettungskräfte, dann ist diese Technik eben doch nicht ausgereift. Und dann brauchen wir über eine Einführung von Elektromobilität eben in dieser Form gar nicht reden. Eins muss doch völlig klar sein. Etwas Neues, das kommt, darf kein Rückschritt sein, sondern muss ein Fortschritt sein. Und dieser Fortschritt muss spürbar sein. Und wenn ich Autos zulasse, dann müssen für diese Autos Zulassungsregeln gelten, wie sie hinterher auch für alle anderen Fahrzeuge gelten. Und wenn diese Elektroautos bei der Zulassung in Bezug auf ihre Brandgefährlichkeit nicht entsprechend überprüft werden können, weil eben eine entsprechende Gesetzgebung bisher nicht notwendig war, dann kann auch hinterher nicht die Erwartungshaltung sein, dass wir hier auf einmal Sonderregeln haben im Umgang mit diesen Fahrzeugen und diese ganze Gesetzgebung für Elektrofahrzeuge dann eben bei der Feuerwehr erfordert, dass ich unglaubliche Ressourcen vorhalte, um mit entsprechenden Fahrzeugen umzugehen. Wir haben hier das Problem, dass es keine klaren Möglichkeiten gibt, wie ich Elektrofahrzeuge nach einem Brand behandle. Das fällt momentan relativ wenigen Leuten auf, weil es nicht so viele Elektrofahrzeuge gibt. Stellen wir uns vor, wir hätten 30, 40, 50% Elektrofahrzeuge im Bestand. Wo sollen die Löschcontainer für diese Fahrzeuge herkommen? Jeden Tag passieren Unfälle. Wie wollen Sie diese Elektrofahrzeuge lagern? Soll für jedes dieser verunfallten Elektrofahrzeuge ein entsprechender Löschcontainer vorbehalten werden? Das sind doch alles Ideen, die in der Praxis nicht funktionieren. Und weil das in der Praxis nicht funktioniert, muss es eben im Vorfeld verhindert werden, durch entsprechende Maßnahmen. Wir fordern ganz klar, wenn Elektrofahrzeuge von der Brandsicherheit anders einzustufen sind als verbrennungsmotorisch angetriebene Fahrzeuge, dann ist durch entsprechende Gesetzgebung das im Vorfeld zu überprüfen und entsprechend auch bei der Zulassung zu berücksichtigen. Das heißt nicht, dass wir gegen den Fortschritt sind. Das heißt nur, dass die Kosten, die entstehen durch die Gefährdung durch Elektrofahrzeuge, dass die nicht einfach von der Gesellschaft getragen werden können und dass die auch nicht einfach bei den Rettungskräften vorgehalten werden können. Wir wollen ganz klar, Fortschritt muss erlebbar sein und Fortschritt muss auch umsetzbar sein. Und wenn ich eine Technik einführe, die nicht ausgereift ist, dann ist das genau das Gegenteil von Fortschritt, dann ist es Rückschritt.
Und dafür stehen wir nicht zur Verfügung.